urbane Graslande. Schließe den Abschnitt ab, rette die versteckten Waddedies und noch drei geheime Missionen scheinbar. Weil ich das Zelda-Ding nie ablegen. Link natürlich. Zelda, wie komme ich auf Zelda? Bringe 5 Tulpen zum Blühen, ist auch ein Achievement. Sehe ich gerade. Zwei haben wir schon. Was kann der Automatik? Man hat nur eine begrenzte Anzahl an Dosen. Aber hier bekommt man neue Dosen. Hier spucke ich mal kurz aus. Kann ich ja immer wiederholen, wahrscheinlich. Ich muss mal kurz gucken, was hier oben ist. Was ist das? Stand da jetzt natürlich nicht. Dann nehmen wir erstmal den Automaten nochmal mit. Konnten, glaube ich, hier auch langlaufen. Ah, hier kommt man nicht hoch. Okay. Hier kann man nicht langlaufen. Dann gehen wir nochmal nach oben. Dann können wir den Automaten leider auch nicht mitnehmen. Schade ein bisschen, aber okay. Können wir mit leben, denke ich. Ist okay. Oh, hier ist der erste Endgegner, glaube ich. Der war gar nicht schwer. Aber okay. Hier ist dann wieder die Weltkarte. Haben wir dann irgendwas geschafft, was wir schaffen mussten? Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist gar nicht die Weltkarte. Wir sind noch hier. Nur am anderen Ende der Map gefühlt. Okay, okay. Ich dachte schon, wir haben doch bestimmt noch nicht alles fertig. Ist nicht so gut gelaufen. Was war das? Irgendwas habe ich dadurch freigeschaltet, glaube ich. Oh, okay. Hier ist wieder eine grüne. Die bringt ein paar mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel genau. Was habe ich jetzt? Kegelstopfer. Okay. Oh, die haut ordentlich rein auf jeden Fall. Hier müssen wir gleich stopfen. Drei auf einen Streich. Mein Pillow, das ist Elden Ring quasi, ja. Genau. Mit Resident Evil aber gemischt. Was geht alles fresh? Das ist Kirby. Kirby Körbsen.
3 Tulpen zum Blühen gebracht. Ah, ich kann jetzt unten lang laufen. Das ist smart. Der nervigste Charakter. Mein Lieblingscharakter in der Tat. Oha, wohin mit meinem Leben? Gelange über das... Oha, war auch eine Mission. Was bringt dieses Teil? Weiß es noch nicht. Aber vielleicht werde ich es irgendwann herausfinden. Gehen wir nochmal hier zurück, damit wir... Ja, auch nichts vergessen. Okay, perfekt. Hier ist leider nichts mehr. Von daher können wir da nichts vergessen. Immer schön einsorgen und damit die Leute abfacken. Das war mein Charakter. Ein Zäpfchen, wie schön, ja. Okay, den müssen wir retten. Boomerang. Wie oft kann ich auf den eintreschen? Oft scheinbar. Perfekt. Nein, ich will die behalten. Habe ich jetzt beide? Nee, nur eine. Schade. Hier muss noch irgendwo die letzte Tulpe sein, glaube ich, oder? Ich habe noch nicht alle. Glaube ich zumindest. Na, gucken wir mal, was passiert. Rette die versteckten Waddledees. Einer von 3. Ah, das ist auch nur ein Checkpoint wieder gewesen. Das Level geht weiter. So, den haben wir. Das kann man nicht kaputt machen. Die interessieren sich auch nicht für mich. Kann ich die auch mal treffen jetzt? Meine Güte. Glaube ich, da hinten. Ah ja, hier ist eine Tulpe, oder wie die heißen. Waren das Tulpen? Ja. 4 von 5 Tulpen habe ich jetzt. Alter, was passiert hier? 2 versteckte Waddledees gerettet? Mein Ding ist weg. Oh nein. Schade. Mein Schwert ist weg. Ich spiele das auf der Switch, genau, ja.
So, hier ist die letzte Tulpe, die wir zum Blühen bringen müssen. Oh fuck, wie komme ich denn da rein? Ein neues Zäpfchen, let's go. Dann haben wir den auch besiegt. Und da sind dann die letzten Waddle-Daddles oder wie die heißen. Let's go! Abschnitt abgeschlossen. Was haben wir nicht geschafft? Alle Waddle-Dees haben wir nicht, so heißen die. Aber okay. War okay, denke ich. Kirby wurde in einem rätselhaften Wirbel gesorgt, der über Planet Pop auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch den Wirbel bescherte ihm auch eine neue, seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so alles anstellen kann. Auf ins Abenteuer. Let's go. Was sind die Dinger? Ah, das sind Sammelobjekte oder so. Kirby hat Zugriff auf den Vollstopfmodus, nachdem er den Wirbel passierte, und kann sich nun auch mit Kuppeln vollstopfen. Mund auf, Kuppel rein und dann so lange drehen, bis sie mit einem Plop aufspringt und ihr Geheimnis preisgibt, was sich verbirgt. Nun, das muss Kirby selbst herausfinden. Pippo Peng. Paar Dinge haben wir freigeschaltet hier. Let's go. Ab durch den Tunnel. 8 von 9 haben wir hier freigeschaltet. Läuft doch, oder? Du hast nun Zugriff auf deine Figurensammlung. Sieh dir dort bereits gesammelte Figuren an und versuche deine Sammlung zu vervollständigen.